2500 Spiele haben Sie als Spieler und als Trainer hinter sich. Wenn Sie jetzt am Donnerstag so Abendspiel, Flutlichtspiel mit einem Tor, kommt da noch was nach so einer Vielzahl von Spielen oder wie ist die Vorfreude? Wie ist das? Ich weiß, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Geht ab 18 Uhr schon irgendwie der Puls höher oder nicht mehr? Oder ist das so ein Dorfderby mit einem Tor? Nein, also Entschuldigung, wenn das so wäre, dann wäre es besser, ich höre auf. Ich freue mich jedes Mal auf ein Spiel und vor allen Dingen auf Spiele bei uns am Millerntor vor diesem Publikum und freitagsabends die Atmosphäre. Das ist ja auch immer nochmal was Spezielles bei Flutlicht. Also, das ist ja, so ist das Leben ja letzten Endes. Also man muss im Moment leben und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und das versuche ich, den Moment zu leben und den Moment zu genießen. Und das eben nicht nur im Fußball. Ich meine, ich esse zum Beispiel gerne. Ich habe auch schon über 60 Jahre jetzt schon mal gegessen. Und habe mich sehr oft gefreut darüber. Wenn das jetzt stimmen würde, was ich sage, dann würde ich ja verhungern. Und ich freue mich auch wieder aufs nächste Essen. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch im Leben. Also wenn man das nicht hinkriegt, dass man im Moment lebt und sich immer wieder neu freut oder auf menschliche, zwischenmenschliche Begegnungen. Wie viele Menschen habe ich getroffen, mit denen ich tolle Gespräche geführt habe. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, komm, das reicht jetzt. Das nächste Gespräch interessiert mich jetzt nicht mehr. Also so ist es halt. Also das macht mir riesen Spaß und ich freue mich auch drauf.